Wie kann ich mich als würdig erweisen? Hinter mir liegen drei Türen. Ich darf nicht über die Herausforderung sprechen, die dahinter liegt. Wenn ihr alle drei Herausforderungen überwindet, dann kehrt zu mir zurück. Ihr habt dann bewiesen, dass euer Herz würdig ist. Ah, ich habe ja schon geahnt, dass so etwas kommen würde. Überall, wo wir hinkommen, kommen Proben, Herausforderungen und Prüfungen. Eigentlich müsste uns ja unser Ruf ja inzwischen ausreichen, dass man uns zur Abwechslung einfach so vertraut. Okay. Die Herausforderungsräume. Die machen wir als letztes, ganz ehrlich. Ich würde am liebsten zuerst mit dieser Ballmaschine hier rum experimentieren. Irgendwie klingt das Geisteraltar auch nicht ganz so prickelnd. Fürs Erste. Ja, wenn ihr es wollt. Hier ist eine seltsame Maschine mit vier großen farbigen Knöpfen im Bogen verankert. Auf der Maschine befinden sich keine Inschriften. Jene, die dienen, müssen ihr in Herz, Verstand und Geist würdig sein. Nur jene, die würdig sind, können das letzte Siegel öffnen. Neben der Inschrift liegt eine Schriftrolle. Die Schriftrolle scheint in einem Gelehrten geschrieben worden zu sein, der die Maschine studierte. Ihr überfliegt die Schriftrolle, bis ihr bei der Schlussfolgerung des Gelehrten ankommt. Es scheint so, als ob der Zweck dieser Maschine darin bestehen würde, Glaskugeln in vier verschiedenen Farben zu produzieren. Die Glaskugeln haben zweierlei Verwendungszweck. Erstens erhalten einige der Glaskugeln magische Flüssigkeiten, die ähnlich wie verschiedene Tränke wirken. Andere Kugeln haben keinerlei ersichtlichen Zweck. Dadurch soll man sie in den Behältern platzieren, die ihrer Farbe entsprechen. Die intelligenteste Methode, den Preis zu erhalten, wäre, sich so viele Kugeln wie nur möglich zu schnappen und die nutzlosen in die farbigen Behälter zu legen. Die Kugeln, die man nicht verwenden kann, werden immer als letzte verteilt. Das Problem dabei ist, dass jedes Mal, wenn eine Kugel produziert wird, auch etwas Unangenehmes, hier endet die Schriftrolle. Sie scheint mit eingetrocknetem Blut befleckt zu sein. Vor der Maschine befinden sich vier farbige Behälter. Sie haben die gleichen Farben wie die farbigen Knöpfe. Ein roter, ein blau, ein grüner oder ein violetter Behälter. Wie wollt ihr vorgehen? Drücken wir mal den roten Knopf. Ihr bereitet euch geistig darauf vor, dass gleich eine Katastrophe passiert und drückt den Knopf. Die Maschine surrt und klappert, als wird eine rote Kugel, die aufhebt. Plötzlich hört ihr ein seltsames Geräusch. Am Anfang ist es so leise, dass man es kaum hören kann. Es wird jedoch rasch lauter. Etwas scheint sich zu nähern. Fragt nur. Oh, Hobgoblin. Kreatur und nähere die Erde. Stirb, Kreatur. Rote Kugel. Ja, kann ich die rote Kugel jetzt platzieren? Wenn es das ist, was ihr wollt. Ich drücke einfach nochmal auf Rot. Ich warte. Noch eine rote Kugel. Achso, die roten Kugeln kann ich benutzen. Ja. Oh, ich habe ihn gerade geheilt. Euer Wunsch. Da ist die Kugel. Meine Füße sind schwach genug. Könnte mir hier mal jemand zur Hand geben? Könntet ihr euch mal wehren? Okay. Laden wir mal. Keine große Herausforderung. Versuchen wir es mal mit einer anderen Farbe. Das erste. Die Kugeln, die man nicht verwenden kann, werden immer als letzte verteilt. Das Problem dabei. Ja. Versuchen wir mal blau. Etwas scheint sich zu nähern. Ich warte. Magier. Das wird euch viel stärker schmerzen als mich. Was macht die Kugel jetzt? Ja. Die Gruppe hat an Erfahrung gewonnen. Okay. Blau scheint schon mal netter zu sein. Blauen Knopf drücken. Fragt nur. Wieder ein Magier. Ihr würdet auch keine Frau schlagen.
Was macht die blaue Kugel jetzt? Noch mehr Erfahrung. Nochmal den blauen Knopf. Über die Farben drückt den blauen Knopf, die weiß hier surrt und klappert und erzeugt den blauen Knopf, die aufheben. Plötzlich hört ihr, ja. Ich war. Wieder ein Magier. Nächstes Mal! Ich habe auch so das Gefühl, die Magier werden jedes Mal stärker. Wenn es das ist, was ihr wollt. Ah, will ich jetzt rot holen? Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Fragt nur. Kann ich nochmal auf blau drücken? Oh, jetzt habe ich einen Quicksave gemacht. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Oh, Tatsache, da kommen... Ich warte. Blaue Kuchen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Für die Gefallenen. M.S.H. Meine Beine tun. Ich bin bereit. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Euch zu sich. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Die kann ich nicht benutzen. Ich kann allerdings die hier benutzen. Super. Gut. Ich warte. Was möchtet ihr? Das heißt, wenn ich die da reinlege, will ich nochmal den blauen Knopf drücken. Geschieht nichts. Okay, roter Knopf. Die Sodung klappert. Ja. Oh, da ist noch einer. Gut, das war wieder interessant. Zwei Trolle, mehr nicht. Okay, es sind drei Trolle. Ihr habt es so gewollt. Vier Trolle. Eure Stunde wird noch kommen. Auf Recht und Ehre ruft euch zu sich. So, alle Trolle tot. Das sind... Ja, nun gut. Ah, das ist jetzt die richtige Kugel. Und... Was immer ihr wünscht. Wolfwehr? Ja, Wolfwehr. Erwischt! Wenn ihr es wollt. Wäre ich jetzt nochmal? Ich werde langsam müde. Könnten wir nicht eine Pause machen? Okay, welches ist jetzt Kugel? Bo ist schon hamstermüde. Ich warte, natürlich. Rot und Dings kann ich nicht mehr drücken.
Dann packe ich hier die blaue rein. Will, mein Freund. Aber dieser hier alte, die zerschrumpfte Körper verlangt nach einer Pause. Blauen Knopf drücken passiert nichts. Den grünen Knopf drücken. Oh, da kommt gleich die Kugel raus. Ja. Und was kommt für Gegner? Ein paar mutierte Spinnen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Kann ich jetzt grün noch drücken? Ja, kann ich. Und da kommt. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Ja? Ihr zeigt mir wohin und Schwerter statt, wo immer wir sind. Ich aber gerne. Okay, sie kann ihre eigene Vergiftung nicht heilen. Nicht so gut. Wenn ich der Gruppe weiterhin von Nutzen sein soll, benötige ich Heilung. Sich bitte hier. So. Ich habe jetzt eine grüne Kugel, die ich verwenden kann. Was passiert, wenn ich die verwende? Dann vergifte ich mich selber. Nein. Wisst ihr was? Ich lade den letzten Autosave, ganz ehrlich. Weil ich muss. Ich werde mal wegen, was diese Maschine angeht, spicken. Gehen. Nun gut. Und werde dann wahrscheinlich doch erstmal den Geisteraltar, weil diese Maschine, die ist verwirrend, ey. Weil irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich was mit den Kugeln falsch mache oder besser machen kann. So, dann erstmal wieder hier raus. Was immer ihr wünscht. Wieder hier rein und dann nehmen wir einfach mal den Geisteraltar, auch wenn da zwei Riesen stehen. Wenn ihr es wollt. Die mir riesig auf den Keks gehen. Ja? Aber da ich weiß, dass sie da stehen. Ja. Kann ich mich schon mal ein bisschen vorbereiten. Ja, natürlich. Okay. Für die Gefühle ist mein. Das sind Eisgolems. Bist du Adamant? Nein, du bist auch Eis. Euer Wunsch ist mein Bier. Die Dienerin der Natur ist bereit. Ich warte auf euren Befehl. Okay, Geisteraltar. Was hat's mit dir denn auf sich? Auf diesem Altar befinden sich Inschriften, die auf dem Schädel eines dunklen Kriegers hinweisen. Ihr könnt hier doch kein Schädel in der Nähe entdecken. Wenn euch der Altar nützlich sein soll, werdet ihr wohl den Schlüssel dieses Kriegers finden müssen. Okay. Das heißt, uns bleiben nur noch die Prüfungen. Hier im Süden. Ja, ihr seid hier, meine Fürstin. Habt keine Angst. Wer seid ihr? Ich habe es nicht nötig, jemandem was zu beweisen. Wie kann ich mich als würdig erweisen? Hinter mir liegen drei Türen.
Ja, ihr habt eure Aufgabe zu einem Angriff genommen, doch sie noch lange nicht vollendet. Ihr müsst die Herausforderung hinter jeder Tür bestehen, bevor die Würde eures Herzens zweifellos bewiesen wurde. Nehmen wir mal einfach die hier und arbeiten uns von links nach rechts durch. Ihr Orks. Nun gut. Ach du meine Güte, viele Orks. Okay, okay. Hier, wo immer das Böse einen Schritt zu zeigen.